So, ein wunderschön, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vocaloid. Na ja, egal. Ja. Form für Grund eine Familie Simulator. Du hast immer noch 19, okay, also es sinkt zumindest nicht weiter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Brauchen wir überhaupt noch mehr Holz? Ich gucke gerade. Ja, wir haben 400. Die Frage ist sowieso, wie viele Etagen wir raufklatschen wollen. Aua. Jetzt sag bitte nicht, dass du schon wieder so anfängt hier mit dem Runterfallen andauernd. Das wäre eine Katastrophe. So. Nein, da. Oh Gott, ich habe gerade ein Blatt abgebaut. Unnötigerweise. Da ist bestimmt mindestens ein Zeppelin, die wir jetzt dadurch weniger bekommen. Ah, scheiße, jemand dann. Das ist nicht gut. So. Ist so, hier haben wir jetzt wieder gar kein Sapling bekommen. Ja, das gibt es natürlich auch solche Momente, ne? Das Schöne ist, es gibt noch zwei Bäume. Das heißt, also, wenn wir jetzt bei den Bäumen auch keinen einzigen Sapling mehr bekommen, haben wir immer noch zwei Saplinge plus gemacht. Ja, also, ey. Ja, diese Fackel, da hätte mal Schmerzen machen müssen, ey. Aber wir müssen mal zu moderneren Sachen greifen. Weiß nicht, LED-Strahler oder Atompilze. I don't know. Irgendwas, was halt Licht macht. Da kriegt ja ein Drehwurm, ey. Holy shit. Na, schon wieder zwei Saplings, sehr geil. Sehr gut. Und der letzte Baum. Dann haben wir einmal alle Bäume abgeerntet. Auch eine geile Sache. Ist ja echt ein Drehwurm hier irgendwann, Alter. Ist ja. Ah. Unangenehm. Zum Glück der letzte. Oh. Zum Glück der letzte Baum hier. Yeah. Zwei Saplings. Komm. Ja. Das war doch mal erfolgreich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bäume gefällt. Und 8 Saplings plus zurückbekommen. Also fast ein Faktor von 2. Das muss ich erstmal schaffen. Ach ja, da oben ist ja. Ja, weil da Holz ist. Gut, das heißt, den Baum können wir doch nicht so nah dran lassen. Müssen wir ein bisschen weiter weg machen. Ungefähr hier. 1, 2, 3. Nee, zu eng. Da so. Weil, ja, die Blätter da oben, die spawnen nicht. Scheiße, boah. Müssen wir mal kurz hier die Bäume abbauen.
Was jetzt? Da. Reicht das so? Alles? Ah. Ah, oh, sehr gut. So, okay. Jetzt müssen wir wieder machen. So. Und bam, 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 bam. Bam. Und so. Bam, 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 bam. Bam. Und so. So. Gut, leider bloß ein Apfel geworden. Ich hatte irgendwie gehofft, dass das noch ein Zeppling wird. Und wir dann mit einem genauen Faktor von 2 rauskommen. Aber da hätten wir bei 9 Bäumen 9 Siblings überhaupt bekommen. Aber doch bloß der Apfel geblieben. Schade eigentlich. Schade. Naja. Gut. Wie gesagt, ich wünsche mir sowieso, dieser Server hier hätte diese Woodcutting-Mod. Hä? Woodcutting-Mod. So rum. Egal. Weil, wie gesagt, mit dem Baum abbauen, vor allen Dingen mit dieser Spirale und der Spirale runterbauen, der füßt gar keinen Kopf. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Mats für direkt die nächsten paar Häuser. Ich würde also erstmal, weißt du was, machst du direkt hier mit markieren, so. Und dann platzieren wir direkt mit dem Replacement-Tool, da brauchen wir sich später nicht mehr ausrichten, sondern können einfach direkt bauen, wie wir Lust haben. Ja. Außer das da. Das wird nix. Nein. Egal. Ohne weiter schlimm. Da muss er eh ein Stück können. So. Ich pack mal hier oben eine Fackel hin. Ja, warte, wenn es ein bisschen heller ist. Wobei, so viel bringt es auch nicht. I don't know. Ah, doch, ein bisschen. Ein bisschen bringt es schon. Das ist doch alles, worauf es ankommt. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich müsste jetzt den Block hier unten kopieren. Genau. Und jetzt haben wir gesagt 4 hoch, ne? 1, 2, 3, 4, genau. Das sieht gut aus. Das heißt, wir müssen jetzt 4 hoch. 2, 3, 4. Zwischenetage. 1, 2, 3, 4. Das wären also 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist nicht gut. 6, 7, 8, 9. Ja, das können wir so nicht lange durchhalten. Schwierig. So. Wir müssen also definitiv genug bei Essen bleiben. Heißt, damit wir uns gleichzeitig mal wieder hochheilen. Das durch die Kerze laufen, gerade war bei so ganz schön gefährlich. Hätte ich vielleicht auch sterben können. Der hat immer noch 19. Sie hat immer noch 19. Sorry. Wobei, don't judge her gender. Vielleicht fühlt sie sich ja als Mann. Ja, ja. Vielleicht als Klappstuhl. Ja. Vielleicht ne, auch als unschuldig. So kommen wir gut bei der Polizei raus. Ja. I identify as not guilty. Wie sieht es denn aus? Wie haben wir mittlerweile ein bisschen. Das wächst so scheiße langsam, das Zeug. Der ist gewachsen, der ist gewachsen und der ist gewachsen schon vor einer Stunde. Und seitdem passiert gar nichts mehr. Genau original gar nichts mehr. Das war scheiße. Ja. Leider weiß ich auch nicht, ob es hier auf dem Server irgendeine Ingame-Währung gibt. Das heißt, wenn ich jetzt einfach irgendwo gucke, ob es irgendwo einen Job gibt. Weiß ich nicht mal, was ich dafür mitnehmen muss. Weil
Taler habe ich bisher keine. Und das Einzige, was mir sonst noch so einfällt, ist halt, weiß ich, Gold. Gold haben wir jetzt auch nicht so viel. Gerade mal 4. So. I don't know. Irgendwie. Ja. Das ist Scheißdreck. Ich meine, wir haben goldene Äpfel, aber ich glaube nicht, dass wir die verkaufen können. Goldene Apfel. Kann man mit denen irgendwas machen? Ja. Man kann Stöcker draus machen. Danke. Nee, da sind wir doch ein bisschen zu wertvoll für. Trotzdem danke. Ja. Gut. Okay, wir haben wieder volle Herzen, dann, Alter, ist das hoch. Holy shit. 1, 2. Achso, halt. Ich muss es ja hier mitmachen. Wo muss man replacen? Tool? Da, da, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, ja, sechs, sieben, acht, neun. Nicht sehr zufriedenstellend. So. Verdammt, egal. So geht's auch. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Was ist richtig? Ich hoffe. Und jetzt? Wir müssen irgendwo noch die Zwischenstreben machen. Auch egal. Können wir auch so machen. Machen wir erstmal nur die unteren. Eins, zwei, drei, vier. So. Nein. Verdammte Scheiße. Ich bin dir. Ich hasse mein Leben. Ich bin hier. Bob. Hey. Hallo. Hallo. Achso. Hey. Das da. Oh Mann. Was ist denn los mit mir? So. Die müssen wir da noch ein Kackholz jetzt 1, 2, 3, 4 dahin. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Mann, Mann, Mann. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, wenn sich jetzt jemand hier in die Kommentare ausschwärzen möchte, dass ich ja hier abzähle, obwohl ich einfach nur dahin bauen brauche, wo der da ist. Ja, ich weiß, dass ich das machen. Aber so etwas nennt man, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier abzähle, 1, 2, 3, 4, 5 und dann sehe, aha, der Block ist offensichtlich genau da, wo der Block ist, naja, dann ist ja alles schon und gut. Aber angenommen zum Beispiel, ich merke beim Abzählen, der Block ist gar nicht da, wo der Block ist, dann wäre das ein Indiz dafür, dass entweder der Block falsch platziert ist oder ich mich hier verzählt habe. Das heißt, ich habe damit quasi eine Art Prüfsumme. Und deswegen mache ich, auch wenn es unnötig ist, trotzdem, dass ich abzähle. Ja, einfach, weil geil und so.
Sonst muss ich beim Fehler das ganze Haus niederbrennen und dann alles neu bauen. Siehst du, wie einfach das mit dem Replacement-Tool ist? So einfach kann man Dachbalken langziehen. Das ist so einfach. So simpel. I like it. Weil eben eins der schwierigsten Sachen bei Mindset ist definitiv die Ausrichtung von Blöcken. Gerade weil auch verschiedenste Blöcke verschiedenste Arten haben, wie die es implementieren. Spätestens wenn du mit irgendwelchen Sachen arbeitest, die mit, also zum Beispiel mit Mods, wo dann die Mods selber die Ausrichtung entscheidet, anhand ganz kurioser Einsichten der Entwickler. Da hast du mit verschiedenen Arten zu tun. Bei Slabs zum Beispiel, bei Mindtest, wenn du jetzt hier einen Slab ranbaust, wird er immer gegen die Wand ausgerichtet, also liegt gegen die Wand. Wenn du es bei Mindclone zum Beispiel, glaube ich, hast du, wenn du hier hinklickst, ist er auf der oberen Hälfte vom Block. Wenn du dahin klickst, ist er auf der unteren Hälfte vom Block. Ne, hast du dann quasi oben oder unten. Wie gesagt, bei Mindtest wird es dann dagegen gebaut. Und so weiter und so fort. Also überall ist es anders. Dann hast du noch irgendwelche Mods, die es nochmal anders implementieren. Ja. Und mit dem Replacement-Tool weißt du genau, wenn ich das jetzt hier kopiere und so einfach überall einfüge, wird es genauso ausgerichtet, wie der hier war. Geil. Und du kannst auch sehr einfach Sachen ersetzen. Oder zurückgesetzen. Bam. Ist so einfach. Ja. Kann ich dich kopieren? Nö. Hä? Warte kurz, was? Hey. No replacement tool, lalalala. Man kann entscheiden, was er machen soll mit dem, was man ihm gibt. Wenn ich ihm Brot gebe, dann folgt er, dann macht er einfach nur Farming. Wenn ich ihm Meat gebe, dann macht er Mobs, was auch immer das bedeuten soll. Und gut, was auch immer die Fault bedeuten soll, auf jeden Fall ist das, was er dann macht, wenn man ihm da Diamanten gibt. Was? Welcome to the Award. Kriegsgeschrei. Was ist das für ein Name? Okay. Ich sag halt nie wieder was. Sorry, tut mir leid. Ja. So. Ich glaube nicht, dass irgendwas gewachsen ist, aber lass mal gucken. Oh! Ja, da ist noch ein bisschen was gewachsen. Und da hatte ich schon die Befürchtung, die Hoffnung aufgegeben. Ja, ich glaube, da war zu früh. Egal. Oder? Ah, nee, doch. Ist ja das dunklere Zeug. Das ist ja so fertig. Okidoki. Dann können wir das gleich wieder einpflanzen. Und dann haben wir genug Rohstoffe für ein paar Brote. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele die jetzt brauchen. Ich glaube, waren es 15, ne? Ich weiß gerade auch gar nicht, ob man mit dem anderen Mehl überhaupt Brote herstellen kann. Glaube ich, ja. Dann wird zwar kein Vollkornbrot, sondern auch nur normales Brot. Ist ja aber völlig egal. Langsam ist das Feld erweitern. Cool. So, dann wollen wir mal schauen, was wir da machen können. Haben wir hier noch irgendwo Mehl drinne? Wir haben hier noch diversen Stuff. Aber Mehl haben wir hier keins mehr. Ah ne, ja, wir auch. Haben wir ja alles weggebacken. Nevermind. So. Wenn ich jetzt das da so mache und dich so mache und dich da hinsetze. Ja, geil. Kriegen wir auch direkt Mehl raus. Cool. Sehr geil. Okay, da sollte das ja auf jeden Fall reichen. Dass wir, Mrs. Link
gezähmt bekommen. Ja. Genauso wie echte Frauen, die man auch mit Geld zähmen kann. Twitter wird mich richten, aber ich stehe auf diesen Schmerz. Was? Ja. So, mach Backsteller. So, können wir hier schon mal Decke reinziehen? Bisschen Holz haben. Woher halten wir? Das machen wir auch mit dem Replacement Tool. Gerade das müssen wir mit dem Replacement Tool machen, weil sonst die Ausrichtung all over the place sein dürfte. Aufpassen, dass ich jetzt hier nicht nach hinten runterfalle. Was? Oh mein Gott. Ja, sollte das mal reichen. Wobei, die euch nehmen leben. Gib mir nochmal ein paar. Dankeschön. Holz kann man immer mal gebrauchen, von daher. Nein. So. Wir sollten mal auch irgendwie mal eine bessere Methode für Treppe überlegen. Ich würde mal sagen. Wir ziehen bei der Treppe, provisorische Treppe, weil ich noch nicht, überhaupt nicht weiß, was wir als wirklich richtige Treppe benutzen. Dann würde ich mal sagen, I don't know. Warte mal kurz, wir kommen hier hoch, was eigentlich auch blöd ist. So, wir sagen mal, wir gehen mal hier hoch. So, so. Dann geht also hier weiter. So, dann sind wir hier. Oh, ich habe keine Erde mehr. Das ist ja nicht so gut. 10 Brote reicht noch nicht aus. Erde. Danke. Lass mich ruf hier. So reicht überhaupt die Leitern aus? Oh ja, reicht ja locker aus. Lol. So, würde man sagen, gehen wir einfach hier direkt weiter hoch, ne? Ich lasse mal hier einmal gerade und mache SAP weiter. So. Ungefähr so. Voilà. Haben wir jetzt mal eine schöne Bauleiter. Die geht einfach nach hier weiter. So. Ich weiß gar nicht. Irgendwie halt. Haben wir schon mal 3 Etagen. 1, 2, 3. Und entweder machen wir hier ein Dach drüber oder machen noch eine Etage. Wobei, jetzt, ich meine, von der Höhe her solltest du eigentlich schon fast reichen, oder? Noch höher? Na, weiß ich nicht. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn wir über dieser Baumkrone sind. Von da solltet ihr vielleicht doch noch eine Etage raufklatschen. Dann seid ihr nämlich genauso auf der Höhe von dieser Baumkrone. Passt vielleicht nochmal optischen. Ne, ist optisch schöner. Da hat man hier eine Etage, wo man von diesen schönen goldenen Bäumen umringt ist. Müssen wir gucken, dass wir hier auch die ganzen Lücken füllen. Und dann da drüber eine Etage, wo man genau drüber gucken kann. Alter, wer schreibt denn hier was? Nein. Na, guck, oh, jetzt schon kein Bock mehr. Und man hat halt, wie gesagt, oben etwa eine Etage mit schöner Aussicht, weil man halt so über der gesamten Baumkrone haben ist. Ne? Und dann kommt darüber dann halt logischerweise das Dach irgendwann. Wie es halt schon wieder dunkel wird, ne? Es wird so schnell dunkel, Alter. Die gibt's doch ja auch nicht. So, haben wir hier schon mal komplett durchgezogen. Ich glaube, dann setzt auch mal ein paar Fackeln auf hier. Das ist ja. Schlimm ist das, ja? Oh, halt, da habe ich ja gar nicht. Ah, verdammt.
Du weg, du weg, du weg. So. Passt doch. Ich würde mal sagen, wir packen erstmal hier ein paar Fackeln hin, ungefähr so. Ja, ist hell genug. Ja. Dann das gleiche auch schon mal hier. Und das gleiche einmal hier. Voila. So, müssen wir mal langsam fertig sein. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Du weg da und du dahin. Was ist denn los hier? Hallo? Brr. Hello, my lady. Hä? Da ist gerade das Breeding Theme? Warum das denn? Yeah! Oh! Herzchen. Das ist ja süß. Hat sie die jetzt auch in den Augen? Wie bei jedem guten Hentai? Folgt ihm jetzt? Oh mein Gott. Ich wurde noch nie von einer Frau verfolgt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt glücklich sein soll oder Angst haben soll. Weiß nicht. Was macht man so mit Frauen? Ey, aua. Oh mein Gott, ich werde auf einmal so rot. Okay, die Frage ist, ich rück mich auf die Pelle, Bitch. Die Frage ist, ja, ich meine, wir gehen irgendwann off. So, er steht jetzt hier einfach nur so rum und wird von anderen Spielern getötet oder wir müssen hier irgendwas bauen, was aber anderen Leuten nicht auffällt, sonst kramen sie es, also ne, wir... Wir könnten jetzt beispielsweise einfach im Boden einkramen und dann hoffen, dass kein Spieler hier anfängt rumzubuddeln. Wobei, geht eh nicht, weil es ja protected. Aber gut. Ich meine, es gibt Tropfenmöglichkeiten, wenn man gezielt weiß, wo sie ist und gezielt nach ihr sucht, weil man zum Beispiel dieses Video hier gerade guckt. Ne? Es gibt halt kaum eine sichere Methode, ein Entity, also quasi ein Objekt, und ich meine, sie als Frau ist ja quasi ein Objekt. Oh, Alter. Oh Mann, der Twitter wird so ausrasten. Irgendwie sicher zu verwahren, sag ich mal. Ne, weil ein Spieler, also eine normale Person, wäre ja hier... Ich fühle mich dreckig. Betreibe dich nicht so an mir. Bitte gehen Sie weg. Danke. Was soll ich gerade sagen? Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen uns einbuddeln. Tschüss. Ich habe keine Axt dabei. Keine Spitzhacke. Sieh nicht so auf mich herab. Alter, aua. Ich wusste doch, sie tritt auf uns drauf. Soll ich gar nicht mehr was sagen wollte. Genau, normale Spieler sind ja, glaube ich, geschützt. Wenn das halt kein PvP-Player wäre, dabei ist das ja aber PvP, wobei ich weiß ich gar nicht, glaube schon. Das Problem ist, wir kriegen sie halt nicht wirklich geschützt. Jetzt weiß ich nicht, wenn sie wirklich ein Tier ist, dann gibt es ja diese komische Protection-Mod für Tiere, das hier. Jetzt weiß ich nicht, wer, ne, welcher Kreaturschutz, ob das auch für ne, NPCs gelten würde. Oh, ihre Liebe geht runter, da war ja klar. Ich wusste doch, es ist nicht für die Ewigkeit. Dann kann ich dich auch genauso gut gleich umbringen. Ey. Ey. Was ist los? Mann, Digga. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Werden wir erstmal wieder ein bisschen hochheilen hier? Wir haben die Gute ja gerade ein bisschen sehr grob behandelt. Oh, aber ihre Liebe zu mir steigt nicht mehr. Guck mal, sie bleibt bei ihm. Die Liebe war ja. Die Liebe ist ja im negativen Wert. Das heißt, sie liebt mich aktuell gar nicht. Aber sie liebt mich immer ein bisschen mehr. Da war doch irgendwas. Da hatte irgendwas zu bedeuten. Ich hatte das schon mal gehabt. Und da hatte mir irgendjemand das erklärt, wie was dieser Wert dort bedeutet und was es. I don't know.
Also auf jeden Fall hat sie noch 27 Herzen in ihrem Körper. Ich finde das ein bisschen viel. Aber es geht ihr dabei wohl gut. I don't know. Wir werden es dabei erstmal belassen. Ich meine, ich habe auch mehr als ein Herz. Das ist auch concerning. Aber gut. So, wir sollten auch mal was essen hier. Ungefähr so. So. Seitenwende. Ist schon eine halbe Stunde vorbei hier. Ich glaube, wir sollten für die Folge erstmal Feierabend machen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Das Problem ist, wenn ich sie jetzt hier vergrabe. Das klingt schon wieder alles so böse. Wenn ich sie jetzt hier lebendig vergrabe, dann werde ich mich ja auch später nicht mehr dran erinnern. Das heißt, dann wird sie für immer unter der Erde leben. Oh Mann, Alter. Kann man sie nicht einfach aufsammeln und dann, warte mal ganz kurz. Gibt's nicht irgendwie so ein Lasso? Da gab's irgendwie so ein Lasso. Ich weiß nicht mehr, wie Lasso geschrieben wird. Ah, doch, so. Ja, Faden. Zweimal für zweimal. Das müssten wir doch hinbekommen, oder? Wir haben noch ein bisschen Wolle. Ja, genau. Wir haben Wolle. Wir haben auch locker Diamanten. Ich glaube, dann fange ich sie erstmal bloß ein. Dann haben wir sie zumindest bei uns im Inventar. Gib mal hier zweimal. Dankeschön. Weißt du was? Gib gleich mal alles hier. So, dann machen wir davon gleich mal drei Lassos oder so. I don't know. Da leg mich doch. Du noch da. So, dann haben wir gleich mal drei Lassos. Weil die nutzen sich ja auch ab mit der Zeit. So. Und dann lass uns mal Lasso spielen. Das war nicht gut. Oh, Breeding. Ah, jetzt kann ich sie wieder breeden. Und jetzt ist ihre Liebe wieder ganz weit im Keller. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich weiß, du magst dieses Brot nicht. Mir schmeckt es ja auch nicht. Aber bitte, es ist das Einzige. Das Einzige, was wir haben auf dieser Welt. Fahrtoke. Ich hätte doch eine Banane. If you know what I mean. Okay, gut, also das hat irgendwie nicht geklappt. Wobei, guck mal, das Ding hat sich abgenutzt. Aber irgendwie klappt es scheinbar nicht zu funktionieren. Es ist. Rechtsklick. NPC wird dir folgen. NPC bleibt stehen. Fuck, man kann sich damit also nicht fangen. Und mit Linksklick kriegt sie bloß Schaden, ne? Ja, mit Linksklick hau ich sie bloß. Das wäre auch eine Art, eine Frau zu bändigen. Sorry, Leute. Es sind einfach zu gute Vorlagen hier. Ich kann auch nicht auf meine Haut. Wie können wir sie jetzt schützen? Verdammt. Wenn wir sie einfach hier draußen rumlaufen lassen, dann ist sie... Hand aufs Herz, dann ist sie das nächste Mal tot. Wobei, ich glaube... NPCs, die anderen gehören, weil die ist ja jetzt owned bei mir, ja? Sie ist ja jetzt mein Eigentum, ja? Ist ja eine klare Master-Slave-Situation hier. Also, damit ihr auch mal so den Stellenwert klar bekommt in eurer Rübe. So, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar so, wenn sie jetzt owned ist bei mir, dann können andere ihr... Ja doch, Schaden können sie ja trotzdem, sie können sie trotzdem umbringen. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Naja, gut. Jetzt hat sie noch existiert. Oder entweder sie lebt beim nächsten Mal noch oder eben nicht. Ja, was soll's. Ich kann das ja auch nicht kontrollieren. So. Ist halt so. Gut, dann soll es mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge entweder bei ATS, bei ETS, wahrscheinlich eins von den beiden, wieder. Und ja, das nächste Mal, wenn irgendwann mal Mindset dran kommt, muss ich dann mal gucken, ob ich nochmal auf dem Server spiele. Oder ob ich dann wieder auf einen von meinen Servern spiele. Oder ob mir bis dahin ein anderer Server vorgeschlagen wurde, auf dem ich mal spielen kann. Und wenn wir wieder auf dem Server spielen sollten, bin ich mal gespannt, ob ich mich an Link überhaupt noch erinnern kann.
Und wenn ja, bin ich dann mal gespannt, ob sie dann noch liebt. Bis dann.